Hallo, kennt ihr die Sicherheit am Arbeitsplatz? Ja, bestimmt. Man soll Arbeitsschuhe tragen. Wenn man in Höhlen arbeitet, muss man quasi sich festketten. Zum Beispiel in diesen Kletterparks, wenn die da oben arbeiten. Oder auf dem Gerüst, auf Baustellen und so weiter. Man muss bei bestimmten Berufen Helme tragen, Handschuhe tragen und so weiter. Aber es gibt auch andere Arbeitsschutzmaterialien oder andere Arbeitsschutzregeln, die ich jetzt hier gerne vorstellen möchte. Platz 6. Die besten Arbeitsschutzregeln, die es gibt. Ist doch der Hammer, oder? Das ist doch der Hammer. Wenn man einfach mal nicht hochkommt, macht man sich einfach mal eine Hilfe. Also ist sehr gut überlegt. Da muss man sich aber wirklich überlegen, dieses Ding hinten muss viel fetter sein als das Teil, was da vorne drauf steht, weil das hat ja auch noch ein Eigengewicht. Das könnte das quasi nach vorne ziehen und derjenige, der hier unten steht und derjenige, der hier steht, der wird quasi von den ganzen Massen erdrückt. Derjenige könnte noch Glück haben. Gut, Platz 5. Sehr riskant, ohne Kletterschutz und so weiter. Sowas gibt es wirklich. Also in Ländern, wo diese Regelung nicht ist und wo es keine Möglichkeiten gibt, müssen die sich ja behelfen und machen auch solche riskanten Sachen. Platz 4. Nicht nur, dass das Ding hier runtergekracht ist, wie blöd man auch sein kann, aber schaut mal, was da drauf liegt. Das Ding könnte jederzeit hochgehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es sieht cool aus. Und wäre das Ding härter raufgekommen, wäre die Halle nicht mehr da. Platz 3. Schaut mal hier. Die alle in Anzügen so geschützt, damit sie sich mit denen nicht passiert. Und jetzt kommt hier ein, ich sag jetzt mal, Querdenker. Das ist wirklich ein Querdenker, weil er in der Gefahr ist, nicht die Querdenker, die hier beschimpft werden. Das sind nur Realisten. Aber das ist einer, der sich denkt, okay, ja, macht Spaß, die machen da so und der macht so da. Also, entweder hält er von seinem Leben nicht oder das ist inszeniert. Platz 2. So, guckt euch mal das Bild ganz genau an. Er steht mit der Leiter im Wasser auf Metall. Metall leitet Strom. Er hat eine Bohrmaschine, allerdings keine Bohrmaschine mit Akku. Denn an der Bohrmaschine hängt ein schönes Kabel dran mit einer Verlängerungsschnur hier, die jederzeit runterfallen könnte. Und ja. Das macht Spaß, wenn das Ding runterkommt, der wird schön gegrillt. Dann gibt es erstmal humanes Hackfleisch. Jetzt kommt der Champion von allen. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Das ist wirklich passiert. Das ist wirklich Realität. Davon gibt es ein Video. Das ist der Oberhammer. Das ist echt krass. Und das sind solche Kletteraffen, die haben überhaupt keine Angst. Die können ihre Balance halten, die können selbst auf so einer Stange erstmal balancieren und rumtanzen. Ist krass. Wenn da eine Leiste irgendwie wegbricht, fällt die komplette Konstruktion. Gut, er könnte es überleben mit vielen Knochenbrüchen, aber es ist echt heftig. Jetzt. Und hier jemand, der gleich außen vorgeblieben ist. Das Bild müsst ihr euch mal reinziehen. Ein Auto. Das sind die modernen Wagenheber übrigens, ja. Metallstangen, die hier wegrutschen könnten und er würde darunter begraben werden, solange er da unten schweißt. Heftig. Erstmal die Frage ist, wie hat er das Ding überhaupt hochbekommen? Der Ding wiegt ja schon bestimmt so 2 Tonnen, 2,5 Tonnen. 3,5 Tonner ist das ja nicht. Ich denke mal 2,5 Tonnen mit der Ladefläche müsste hinhauen. Da steht, der sitzt da unten. Wenn der was sich wegrutscht und die Leiste fällt ab, hat er das Auto rüber, der ist dann so eingequetscht. Oh Mann. Ja, damit verabschiede ich mich damit. Denkt immer an eure Arbeitssicherheit.
ihr seht, wie man es nicht machen soll. Ja, denkt aber dran und ich wünsche euch noch viel Spaß.